Möchte ich Sie noch mehr ausfragen über Eugen Grosche, weil Sie sind der einzige Mensch, der noch lebt, der ihn gekannt hat. Was hat Grosche jemals über seine Emigration gesprochen? Nein. Ich habe es noch gar nicht gewusst. Hat Grosche auch... Ich wusste nur, dass er in Italien irgendwo da war, am Lago Maggiore, und dass er, dass die Italiener ihn nicht ausgeliefert haben, hat mich immerhin in Erstaunen gesetzt. Denn vielleicht muss doch etwas Heiliges um ihn gewesen sein, dass die ja fanatischen Faschisten in Italiens nicht ausgeliefert haben. Er hat auch nie über seine politischen Ansichten gesprochen? Nein, niemals. Sie wussten auch nicht, wovon er gelebt hat? Ich wusste nur, dass er Sozialist war. Ich wusste, dass er von seiner Buchhandlung lebt und vom Beitrag. Dein Name tropft wie weiches Rindertal, Anna Blume. Du tropfest hier, ich liebe dir. Jetzt würde mich aber in diesem Zusammenhang interessieren, Sie sagten, Eugen Grosche war ein liebevoller Mensch. Weshalb hat er denn so viele Nazis in der Fraternita Saturni geduldet? Aus Toleranz, weil er geglaubt hat, die hätten sich gebessert. Haben Sie nicht den Eindruck, Auch der Lämmergeier, auch der hatte sich gebessert. Sie kennen die Geschichte von Meyring. Nein? Ach nee, gut, dann lassen wir es sein. Aber haben Sie wirklich den Eindruck, dass sich diese Nazis gebessert haben in der Fraternita Saturni? Leider nicht. Die sind die geblieben, die sie waren. Vor allen Dingen Judenhasser wie Rösler. Aber weshalb hat dann Grosche diese Judenhasser geduldet? Das ist doch etwas... Nun, er hat daran geglaubt, dass diese Menschen sich ändern würden. Aber er hat ja offensichtlich erlebt, dass sich diese Menschen nicht ändern. Hat es da nicht andere Gründe gegeben, dass Grosche diese Leute geduldet hat? Vielleicht, weil er Mitglieder brauchte. Nun, an Geld habe ich niemals gedacht, denn mir gegenüber war er so tolerant, dass er mit meinen 15 Ostmark zufrieden war und ich ihm dann Leistungen, wie Sie ja wissen, fotografischer, forscherischer Art, Runensteine fotografierte, DDR und so weiter geholfen habe bei seiner Arbeit, vor allen Dingen Bücher aus der Staatsbibliothek fotokopiert und ihm zur Verfügung stellte. So, das war gut. Ich wusste, dass ich nicht mehr zahlen konnte als Student, der 1953 das Stipendium trotz aller Fleißleistungen verloren hatte, weil mein Vater in den Westen gegangen war, am 17. Juni. Diese Nazis, die in der Fraternita Saturni gewesen sind, haben die ihre Nazi-Ideologie während der Loge? Nein, niemals. Kein politisches Wort ist je verloren worden, darüber ist niemals gesprochen worden. Auch nie ein antisemitisches Wort? Nein, niemals? Nein, niemals. Aber es hat doch viele Juden auch gegeben, zum Beispiel, also das war jetzt nach Grosches Tod, die Frau von Wolte war ja eine Jüdin, die im KZ gelitten hat, die musste sich doch unwohl gefühlt haben in der Gegenwart von diesen Rösler Nazis. Von Giovanni, ja. Hat sie mir nie gesagt. Ich möchte sagen, dass Miriam mehr geträumt hat, als gelebt hat. Sie lebt ihrer Kunst, ihrer Dichtkunst und Malerei. Mit einem Trommelfeiler zu sein, einem Berufsspieler, der alles Geld auf den Kopf gehauen hat, nicht nur ihres, sondern auch das anderer Menschen. Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
life I've ever really enjoyed opera.